Ja, also bin ich nochmal. Ich wollte das schon am Freitag, Samstag posten, aber ich hatte schreckliche Migräne. Ich danke an jede, an euch, danke ich, der für mich betet gegen diese Migräne, weil die bringt mich bald um. So, The Proclamation Magazin kommt von die solche Adventisten, die eigentlich die adventistische Gemeinde verlassen haben, ja. Sie glauben noch an einiges, aber nicht an alles. Und die glauben zum Beispiel nicht an die Prophetin Ellen White. Einige werden sich halt jetzt auskennen, andere nicht. Wer nicht sich auskennt, das ist wurscht, weil das ist kein wichtiger Thema. Sie zeigen auch ganz genau, was kommt. Aber was ist interessant? Sie reden darüber nicht. Sie wissen, dass eine Entrückung kommt, aber sie verschließen diese Tür der Entrückung vor die Geschwister. Ja? Also noch eindeutiger geht's nicht. Mein Kuchen ist uninteressant. Okay, und dann hier sehen wir, wie Großbritannien halt kein Risikogebiet mehr ist und wie sie sich freuen, gell? Sie essen und trinken. Und genau diese Zeit wird kommen, wo alle essen und trinken und nicht merken, was passiert. Und dann haben wir hier was Interessantes. Zwei schwarze Löcher prallten so hart zusammen, dass sie das Raumzeitkontinuum störten. Ich weiß nicht, ob was das jetzt bedeuten soll, aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, es ist seit 2 Monaten schon April. Ich weiß nicht, dieser April ist einfach so lange, will einfach nicht vorbeigehen. Ich weiß nicht, was dieser April an sich hat. Normalerweise war das immer der Jänner, aber das ist jetzt halt nicht so. So, das sind halt hier andere Sachen. Gell, das sieht man, da muss ich nicht viel reden. Und das war über die Philippinen. Weiß nicht wann, es ist Donnerstag gewesen vielleicht. Das war auch was Interessantes. Hier wieder diese Essen und Trinken. Und das hier bei den Israelis auch Essen und Trinken. Gell? Also das sieht man immer wieder. Die merken nicht die Zeit, wo wir drinnen sitzen. Die merken nicht, was kommt. Die werden das nicht merken, genauso wenig wie die Zeiten zu Noah und zu Zeiten von Lot und so weiter. Genau wie das in Matthäus und Lukas geschrieben steht. Niemand möchte über Jesus hören, jeder lacht nur. Ja, aber ja, sie gingen alle unter, gell? Und sie werden alle hier in Trübsal bleiben müssen, wie traurig es ist. Seid wachsam, betet und Jesus kommt bald. Shalom.